Wenn sie all das hier haben, werden die Twi'lek sich selbst verteidigen können. Nochmal von vorn und etwas langsamer, bitte. Was hat die Fleischräuber dazu gebracht, dich hierher zu bringen? Zeig deinen Soldaten, wie man diese Waffen einsetzt. Sie sollen an den Twi'lek-Eindringlingen üben. Wann werden wir gegen die Jedi kämpfen? Geduld, Kalef. Die Jedi werden fallen, wenn unsere Armee ihre volle Stärke erreicht hat. Ich habe den Sinn von Sicherungsbolzen ohnehin nie verstanden. Sie ist in meinen Armen gestorben. Ihr hättet sehen sollen, was dieser Abschaum ihr angetan hat. Es tut mir leid, Seilu. Wir teilen euren Verlust. Für jeden von uns, den die Fleischräuber abschlachten, sollten wir 10 von ihnen töten. Nein, 100! Wird das eure Geliebte wieder lebendig machen? Belehrt mich nicht, Jedi. Meine Frau ist tot, unsere Leute abgeschlachtet. Und wo wart ihr? Nichts, was ich sage, kann euch jetzt Trost spenden. Aber wir tun wirklich alles, was wir können. Wie wäre es mit der Ausrottung dieser Tiere? Die Fleischräuber werden nicht aufhören, bis wir alle tot sind. Werdet ihr das zulassen? Ich werde nicht ruhen, bis die Fleischräuber besiegt sind. Das ist ein Versprechen. Wir werden sehen, was das Wort eines Jedi wert ist. Ich hoffe, du kannst das Versprechen halten. Ich fürchte, er wird nicht gut auf eine Enttäuschung reagieren.
Die Leute fragen sich, warum es den Jedi verboten ist, zu heiraten und eine Familie zu haben. Sie sehen nicht, dass derartige Verbindungen immer zu Leid führen. Leidenschaft kann eine Person zerbrechen. Und Jedi, die von Leidenschaft zerfressen werden, werden zu etwas Schrecklichem. T7 wurde von den Fleischräubern gefangen genommen. Ihr werdet seine Holo-Aufzeichnung sehen wollen. Sprich mit Rana, solange ich mich mit dem Droiden befasse. Ich denke, dank dir sind ihre Leute bereit, uns zu helfen. Mit den Waffen und der Technologie, die ihr von den Fleischräubern erbeutet habt, kann mein Volk sich verteidigen. Euer Heldenmut macht mir Hoffnung, dass wir überleben können. Es ist die Pflicht der Jedi, andere zu beschützen und zu verteidigen. Und wir haben versprochen, im Gegenzug für diese Pflicht unser Wissen mit euch zu teilen. Die Späher berichten, dass die Truppen der Fleischräuber immer stärker werden. Sie haben bereits die umliegenden Berge unter ihrer Kontrolle und jetzt greifen sie die Ruinen von Kalett an. Meine Leute haben sie bei den Überresten eines alten Schreins gesehen, ganz in der Nähe eures Jedi-Tempels. Kalett war einst eine große Stadt voller Machtanwender. In den Ruinen liegen Kräfte, die wir noch immer nicht verstehen. Die Fleischräuber suchen dort irgendetwas. Wir können nicht zulassen, dass sie es finden. Du musst die Fleischräuber sofort zurückschlagen. Ich muss diesen Droiden zum Rat zurückbringen. Der verhüllte Mann auf dem Holo. Ich kenne seine Stimme. Die Situation ist schlimmer, als ich dachte. Tu, was du kannst, um die Fleischräuber aus Kalett zu vertreiben. Ich schicke dir so schnell es geht Verstärkung. Ich halte die Stellung, bis Verstärkung eintrifft, Meister. Wenn du den verhüllten Mann von der Holo siehst, greif ihn nicht an. Und jetzt geh. Warten Sie die Untersuchung und Produktvorschläge ab. Sie sind einsatzbereit. Kehren Sie auf Ihren Posten zurück. Ich grüße Sie. Ihnen stehen folgende Routen zur Verfügung.
Das war eine beeindruckende Leistung vorhin. Aber wir haben an der Programmierung dieser Droiden gefeilt. Wollt ihr es nochmal versuchen? Raus da und zeigt, aus welchem Holz ihr geschnitzt seid. Ich scheine unter einem Fluch zu stehen. Warum bekomme ich immer die Schüler, die sich für etwas Besonderes halten? Meister Silvate, unsere Padawane verhalten sich zwar etwas seltsam, aber ich denke nicht, dass Grund zur Sorge besteht. Wartet, ich habe eine Idee. Ihr da, Padawan, euch kenne ich doch. Tut mir leid, aber ich glaube nicht, dass wir uns vorgestellt wurden, Meister. Zugegeben, da habt ihr recht. Wir kennen uns nicht, aber ich weiß von euch. Meister Silvate ist wegen ein paar Padawanen besorgt. Er hegt den Verdacht, dass sie... Nun ja. Wenn mich nicht alles täuscht, dann führt sie ihre Leidenschaft auf den Weg der Dunkelheit. Was genau soll ich tun? In jeder anderen Hinsicht sind die beiden Musterschüler. Doch es wäre fahrlässig von uns, wenn wir nicht alles täten, um die Sache zu bereinigen. Einem Padawan wie euch würden sie sich vielleicht öffnen. Ihr müsst mit ihnen reden und in Erfahrung bringen, ob sie tatsächlich eine Beziehung haben. Wenn Sie den Kodex der Jedi verletzen, werde ich es herausfinden. Versprochen. Ihre Namen sind Morasen und Spanios. Sie befinden sich zurzeit in den Ruinen von Unterkalett. Geht, redet mit ihnen. Und meldet uns dann, was ihr über ihre Beziehung erfahren konntet. Versucht sie nicht argwöhnisch zu machen. Verliebte können recht empfindlich sein. Meister Orges neue Schülerin. Wie aufregend. Man sagt, dass ihr großartig mit einer Vibroklinge umgehen könnt. Ich bin Fia, Padawan Fia. An diesen Titel muss ich mich erst noch gewöhnen. Ich beschäftige mich erst seit kurzem mit der Macht und habe noch einen weiten Weg vor mir, bis ich so gut bin wie ihr. Konzentriert euch auf eure Ausbildung und alles wird gut. Man kann sich nur schwer konzentrieren, wenn man sich dauernd kneifen muss, um zu sehen, ob das auch kein Traum ist. Ich kann immer noch nicht glauben, dass ich hier bin. Letzte Woche war ich noch auf einem Müllschiff auf Raxus Prime. Und dann ist dieser furchteinflößende Jedi aufgetaucht und hat mir gesagt, dass er die Macht in mir spürt. Wie wahrscheinlich ist das? Ist das nicht etwas arg offenherzig? Plappere ich schon wieder? Tut mir leid. Ich mache immer irgendwas Dummes, wenn ich nervös bin. Kennt ihr eigentlich Meister Telin? Er ist derjenige, der mich gefunden hat. Ich versuche, ihm eine Nachricht zu überbringen. Meister Telin geht einem Rätsel in den Ruinen von Kalett auf den Grund. Irgendwelche antike Droiden, die Leute angreifen. Könntet ihr ihm diese Holo-Aufzeichnung geben, falls ihr die Ruinen besucht? Ich wäre euch wirklich dankbar. Ich mache das schon. Fantastisch! Jetzt verstehe ich, warum jeder hier von euch beeindruckt ist. Hier ist die Holo-Aufzeichnung. Meister Telin hat ein kleines Lager außerhalb der Ruinen. Ich danke euch für eure Hilfe.
warten Sie die Untersuchung und Produktvorschläge ab. Sie sind einsatzbereit. Kehren Sie auf Ihren Posten zurück. Kihei Chatung Kulkadu. Padawan Fia lässt euch grüßen. Und sie schickt euch diese Holo-Aufzeichnung. Kasuyali Koira Toika Pakyotopa. Chobod yi kafu anchawa. Chopting wampala hagwa doi biska. Ihr scheint die Begegnung ja überlebt zu haben. Manna, natu pachunki. Oi, grani tampio dume donki. Cha kulkadu magi tahus hagua upa. Krispa doe kankin kunke gupa. Do bataji mua atima.